Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich sitze jetzt gefühlt eine halbe Stunde hier und versuche live zu gehen. Und er lässt mich einfach nicht. Aber ein bisschen Universumsglitzer kriegen wir jetzt hier noch rein. Was ist denn schöner? Das hier oder das hier? Ach, ich habe schon Zuschauer. Schreibt mir doch mal rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Ich hoffe, dass das funktioniert. Lassen wir diesen Universumsglitzer hier doch mal. Jei. So, ihr Lieben, heute nochmal vom Pool, von unserer Rooftop-Terrasse hier, vom Pool. So mit Live-Talk. Zuschauer sind da, aber ich glaube, mehr sehe ich heute hier nicht. Doch, die Julia ist mit dabei, sehe ich. Ich hoffe, ich bin gut zu sehen und zu hören. Mehr gibt mein Handy jetzt gerade nicht her, dass ich weitere Kommentare oder sowas sehe. Ich will jetzt auch hier, da ich schon mal geschafft habe, live zu kommen, irgendwie ist hier heute mit der Einstellung alles ganz anders als sonst. Jetzt nicht weiter rumspielen, bevor ich es dann wieder beende. Lassen wir doch den Universumsglitzer hier mal regnen. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wenn du das letzte Mal dabei warst am Sonntag oder auch nachgeschaut hast, dann weißt du ja, was für Challenges am Sonntag hier waren. Madeleine war ja überraschend zugeschaltet aus Portugal noch. Und ich möchte mal kurz nochmal darauf eingehen, weil einer hatte kommentiert, weil wir so viel Leichtigkeit, Spaß und Freude dann dennoch miteinander hatten und gar nicht mal wussten, wie die weiteren Flugverbindungen jetzt für Madeleine sind, dass sie überhaupt hier nach Larnaca kommt. Also es war nicht so ganz einfach, sie hierher zu bekommen. Es ging dann schließlich über Düsseldorf, Budapest und dann Larnaca mit Aufenthalt, mit Übernachtung dann auch noch in Düsseldorf erstmal in der Nähe vom Flughafen. Im Sheraton hatten wir ihr da ein Zimmer gebucht. Und die Anreise von Roman, unserem Sohn, die fing ja am Samstag auch damit an, dass die Deutsche Bahn Verspätung hatte und er seinen Flug in Frankfurt dann verpasst hätte. Also erstmal nur bis in Mannheim gekommen ist und da haben wir ja da schon ein Taxi geholt und damit er mit dem Taxi dann zum Flughafen fuhr. Also so war diese Challenge. Und da sind wir auch mal wieder beim Thema Geld. Schau mal, bevor wir auf die 7 Ebenen der Transformation eingehen, die ich dir heute so ein bisschen mitgebracht habe, die ich dir näher bringen möchte. Die Caroline ist auch mit dabei. Hello Caroline, schön dich auch zu sehen. Schau mal, wenn du dir dann um Geld einfach keine Gedanken machen musst und schaust einfach nur, was ist jetzt sonst noch möglich, wie ist die nächste Verbindung? Und du buchst dann halt einfach. Wie schön ist das? Wie herrlich ist das? Und wie kommst du dahin? Wie bin ich dahin gekommen? Ich war es einfach leid. Ich war es einfach total leid, mir über Geld Gedanken machen zu müssen. Ich war es einfach leid. Mir hat es im wahrsten Sinne des Wortes hier gestanden. Ich wollte das nicht mehr. Und habe dann einfach gesagt, okay, ich ändere jetzt was in meinem Leben. Ich ändere was. Wir haben gestern Abend zusammengehockt noch, also der Freund von Madeleine war ja noch zu ihrer Überraschung hier, der ist ja am Samstagmorgen schon angereist, am Sonntag, als Madeleine hier live dabei war, wusste sie das noch nicht, dass ihr Freund hier ist zur Überraschung. Und gestern Abend haben wir so zusammengehockt im schönen Restaurant, in einem unserem Lieblingsrestaurant in Limassol. Und da habe ich mich so zurückerinnert, wo ich noch so genau weiß, wie wenn es heute wäre oder wie wenn es gestern gewesen wäre. Da war Roman
gerade eingeschult. Er muss im ersten oder maximal zweiten Schuljahr gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war Ferienbeginn, große Ferien. Und ich war mit ihm unterwegs zum Einkaufen. Und da sagte er zu mir: Mama, aus meinem Umfeld, die fahren alle weg in Urlaub. Wir fahren immer nur ins Kaufland einkaufen. Warum können wir nicht auch mal in Urlaub fahren? Warum können wir nicht auch mal wegfahren? Das hat so viel in dem Moment mit mir gemacht. Ich weiß auch noch, dass ich geweint habe deshalb. Und das war, ich glaube, das war so das letzte Mal, wo ich dann wirklich, wirklich, wirklich die Entscheidung getroffen habe. Ich weiß zwar nicht wie, ich weiß, es ist notwendig, da jetzt Geld in die Hand zu nehmen, in mich zu investieren, damit ich aus dieser Schoße da endlich rauskomme, damit ich endlich aufhöre, Geld hinterherzulaufen und mir gefühlt den ganzen Tag um nichts anderes Gedanken machen muss als ums Geld, weil immer zu wenig Geld da war, weil ich immer da irgendwie gucken musste, wie über die Runden kommen. Trotzdem ich gut verdient hatte. Öffentlicher Dienst, ich hatte gut verdient, außer Frage. Aber da waren so viele unheilsame Geldglaubenssätze in mir drin, die ich aus dem Elternhaus natürlich übernommen hatte und auch vom Umfeld übernommen hatte. Ich war es einfach leid. Und da steckt schon gleich mal die größte Botschaft für dich drin. Solange wir auch so Gedanken haben, wie ich es auch nur zu gut von mir kenne, muss ich denn immer alles ums Geld drehen? Kann es denn nicht mal einfacher sein? Kann denn Geld nicht einfach nur da sein? Und dann auch mal so Phasen abgewechselt haben, wo ich dann auch mal stolz war, mit wie wenig Geld ich über die Runden gekommen bin. Auch diese Phasen hatte ich. Aber solange wir uns nicht wirklich der Geldenergie öffnen, weil Geld ist einfach neutral, das ist einfach da. Wie der Sauerstoff zum Atmen, wie die Sonne, die scheint, wie alles Energie ist, ist auch Geld nichts anderes als eine Form von Energie. Und wie viel mehr kannst du dich der Geldenergie auch öffnen, so wie allen anderen Energien, denen du dich auch geöffnet hast. Energien, die zu dir gehören, die dich wunderbar unterstützen, aber auch den Energien, die nicht zu dir gehören. Das machen wir natürlich nicht bewusst, sondern auf der unbewussten Ebene laden wir so viel Kram in unser universelles Feld, in unser eigenes universelles Feld ein, in unsere Aura, die überhaupt nicht förderlich sind. Weil wir es nicht wissen. Weil wir es auf der unbewussten Ebene einfach zulassen. Und da sind wir auch bei den 7 Transformationsschritten, die wir ja auch ganz intensiv die nächsten 7 Wochen in dieser wunderbaren Runde machen für diejenigen, die sich dazu schon entschlossen haben. Und jetzt heute oder am Dienstagabend starten wir ja ganz offiziell auch noch entscheiden. Und da würde ich dich gern mal so jetzt schon mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Weil schau mal, fangen wir mal mit der ersten Ebene an. Du hast dich irgendwann mal, da wo wir alle herkommen, ich nenne das immer gerne so die Quelle allen Seins, hast du dich mal entschlossen, in dieser Familie zu inkarnieren, in der du inkarniert hast. Und du hattest auch vollstes Vertrauen, dass das Universum, das Leben dir immer zur Seite steht, dass immer alles für dich vorbereitet ist, dass du immer aus ganz vielen Möglichkeiten schöpfen kannst und dass du wirklich alles, alles erreichen kannst, was du erreichen möchtest. Tiefstes Urvertrauen ins Leben hattest du, als du hierher gekommen bist und irgendwann aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt bist. Und hast 2 Erfahrungen so die erste Zeit gemacht. Zum einen die Erfahrung, und das macht sich bei jedem ein bisschen unterschiedlich auch bemerkbar, zum einen so ein bisschen die Erfahrung, okay, ich bin ganz klein, die anderen sind ganz groß, ich kann hier überhaupt nichts, aber die anderen, die können alles. Weil je nachdem, wie deine Geburt war, ob du
was wir als natürlichem Wege bezeichnen, ausgecheckt bist oder ob du kaiserlich ausgecheckt bist, ob es Probleme gab, ob du zu früh zur Welt gekommen bist und was du vorher schon ab der 20., 22. Schwangerschaftswoche, als du vergessen hast, woher du kommst, weil in dem Moment, wo wir anfangen, uns im Bauch von der Mama zu bewegen, das sind so die Momente, wo wir die Verbindung zur Quelle allen Seins, die bewusste Verbindung, lösen und uns mehr und mehr vorbereiten, hier wirklich in diesem Körper zu inkarnieren und auch das Licht der Welt zu erblicken. Und das hat auch seinen Sinn, dass wir, das ist alles wunderbar vom Universum, von der Evolution vorbereitet, von dem Leben, dass wir das vergessen, wie es auf dieser anderen Seite ist, wo wir alle herkommen, aus dem Licht, aus der Liebe, aus der Quelle allen Seins. Weil wenn wir uns da zurückerinnern würden, dass es da nur bedingungslose Liebe gibt, dass es da kein Bewertung, kein Beurteilen, kein Verurteilen gibt, dass da alles so all eins ist, alles miteinander verbunden ist, dann würden wir wahrscheinlich, das spekuliere ich jetzt einfach mal, bei den Themen, die uns dann hier erwarten, was unsere Seele erfahren möchte, sagen, nee, mir ist das hier zu anstrengend, ich gehe wieder zurück. Und das ist nicht der Sinn des Lebens, sondern deine Seele hat sich ja dazu entschieden, in deinem jetzigen Körper, in genau der Familienkonstellation, wie sie ist, zu inkarnieren, um es jetzt mal so spirituell auszudrücken. Und du hast also erstmal die Erfahrung gemacht, auf der einen Seite, ich bin ganz klein, die anderen sind ganz groß, ich kann nichts, die anderen können alles. Was sich natürlich bis ins heute Erwachsenen-Dasein auch ein Stück weit bemerkbar macht, dass du dir vielleicht nicht zutraust, jetzt zu sagen, okay, jetzt investiere ich in mich, jetzt gehe ich in die Masterclass zum Beispiel zu Irmgard und lass mich 7 Wochen begleiten, um das Tor meiner Seele mal wirklich zu öffnen. Oder ich gehe jetzt absolut straight meinen Weg, ich erschaffe hier noch die Dinge, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Oder was auch immer so in deinem Mind drin ist. Und das zweite Ding ist, du hast dennoch gleichzeitig auch die Erfahrung gemacht, auf unterschiedlichste Art und Weise, dass du versorgt bist, dass man dich nährt, dass man dich kleidet, dass man dich pflegt und dass du immer all das bekommst, was du eigentlich gerne möchtest, bis zu einer gewissen Ebene oder was du brauchst zum Leben, bis zum gewissen Alter, wo dann diese vielen Bewertungen und Beurteilungen auf uns alle eingestürmt sind, wo wir was wollten und dann hieß es dann, nein, kriegen wir nicht, ist kein Geld da, das brauchst du nicht, das ist jetzt zu viel und. So ist unser ganzes Selbst, also das, was uns selbst ausmacht, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, alles, was mit dem Selbst zu tun hat, mehr und mehr gedeckelt worden, sind mehr und mehr Schleier da drauf gelegt worden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das zu lösen, das zu transformieren, eine der 7 Ebenen. Die nächste Ebene. Also ich spreche hier immer davon, wirklich in einem freien, selbstbestimmten, glücklichen Leben anzukommen. So, wie es dir und deinem Herzen wirklich entspricht, wie du es wirklich haben möchtest für dich, für die Menschen, die dir am Herzen liegen, für die Familie, für Tiere, für Pflanzen, für die Welt, für was auch immer du hier an Botschaft mitgebracht hast. Das ist die zweite Ebene, die Botschaft, die du mitgebracht hast. Diesen unsichtbaren Rucksack, deine Einzigartigkeit. Schau mal, dich gibt's in diesem Leben jetzt, auf der ganzen Welt. Ich weiß gerade nicht, wie viele Menschen hier gerade auf unserem Planeten sich rumtummeln. Dich gibt's nur ein einziges Mal, selbst wenn du eine eineiige Zwillingsschwester oder einen eineigen Zwillingsbruder hast. Es gibt dich nur ein einziges Mal. Und auch in früheren Leben, auf welche Art und Weise du auch immer wo gelebt hast, auch da gab es dich nur ein einziges Mal. Mit deinen einzigartigen Gaben, mit deinem einzigartigen Potenzial, mit deinen Stärken, mit deiner einzigartigen Kreativität, mit den Dingen, die für dich so normal und selbstverständlich sind, dass du gar nicht auf die Idee kommst, darüber nachzudenken, dass das eigentlich etwas ganz Besonderes ist.
Und dann sind auch da, das hat man ja nie in uns gefördert, diese Potenziale, die in uns verborgen sind, die wir mitgebracht haben. Die Mission, die wir mit hierher gebracht haben, was wir eigentlich hier auf unserer wunderschönen Erde erschaffen wollten. Meine Mission, die ich mitgebracht habe, ist wirklich Millionen von Frauen aufzuwecken, aufzuwachen und sich daran zurückzuerinnern, warum wir hierher gekommen sind. Warum wir im jetzigen Zeitpunkt hierher gekommen sind, diesen Körper eingenommen haben und die eigene Mission wieder zu entdecken. Und dieses Puzzlestück an Beitrag für die Welt zu sein, die ja unsere Heimat hier ist, jetzt, in diesem jetzigen Leben. Und da hast du eine ganz einzigartige Botschaft mit hierher gebracht, weil du einzigartig bist. Da man es aber nie gefördert hat, da es in der Schule, im Schulsystem darum ging, erstmal Lehrplan zu durchlaufen und, sind wir in eine andere Richtung gelenkt worden. Das ist der zweite Punkt der Transformation. Ganz, ganz wichtig herauszufinden, was macht dich wirklich so einzigartig? Was ist deine Mission, die du mit dir hergebracht hast? Das sind Dinge, die können wir nur entdecken, fernab von unserem süßen, ich nenne es jetzt mal Spatzenhirn, das wir mit dir hergebracht haben, auch, das sich entwickelt hat nach unserer Inkarnation, nach unserem Auschecken aus dem Bauch von der Mama. Wir brauchen unser Gehirn außer Frage, wir brauchen unseren Verstand völlig außer Frage. Nur rein vom Verstand her, der ja immer alles logisch erklären möchte, greifen möchte, mit unserem Verstand kommen wir da nicht hin. Wenn wir mit unserem Verstand dahin kommen würden, dann bräuchte es auch niemand im Außen, der einem dabei hilft, so in sich selbst hineinzuschauen, Aspekte einem mit auf den Weg zu geben, dass man so die Aha-Effekte hat. Ach ja, stimmt, so ist das, so ist das, so ist das. Ja, genau, das kann ich jetzt fühlen, das ist jetzt meine Mission wirklich. Also, diese Ebene, die gilt es auch zu transformieren, die gilt es wieder ans Licht zu lassen. Und dann kommen wir zur nächsten Ebene, der dritten Ebene, als die Eizelle befruchtet wurde, dann hat sie erstmal angefangen, sich erstmal zwei teilen und so weiter und so fort. Aus dieser Zweiteilung ist erstmal unser Körper, auch unser Kopfhirn entstanden und der andere Bereich, das ist unser Bauchhirn. Da sitzt unsere Intuition, unsere Wahrnehmung. Da ist auch aufgrund vieler Gegebenheiten aus vergangener Zeit, auch möglicherweise aus früheren Leben resultierend, energetisch gesehen, so viel auch mit hierher gebracht worden in den jetzigen Körper, was es verhindert, dass wir wirklich unserer Intuition folgen, dass wir uns dem Leben völlig vertrauensvoll hingeben, es fließen lassen, wirklich im Fluss des Lebens ankommen und wissen, dass das Leben es immer gut mit uns meint und immer an unserer Seite ist und uns immer alles das zur Verfügung stellt, was wirklich unserer Mission, unserem Seelenplan, wie ich es ja auch gerne nenne, entspricht. Und so treffen wir ganz oft Entscheidungen oder überwiegend Entscheidungen aus dem Kopf heraus, wo wir aber oftmals auch glauben, nee, das kommt jetzt aus meinem wahren Selbst, weil wir schon gar nicht mehr wissen, was kommt denn wirklich aus meinem wahren Selbst oder was kommt aus dem Kopf. Oder wir haben früher mal Entscheidungen getroffen, wo wir dachten, das kam aus dem Herzen, aber es kam aus dem Kopf und dann irgendwelche Erfahrungen gemacht haben und dann gesagt haben, nie wieder treffe ich schnelle Entscheidungen, sondern ich überlege immer noch über alles und schlaf mal noch eine Nacht drüber. Und wenn ich Impulse habe, Ideen habe, dann lasse ich das erstmal sacken und denk mal noch mal drüber nach. Und dann sind wir immer außerhalb unseres wahren, ich nenne es jetzt mal göttlichen Kerns. Wir sind dann nicht mehr bei uns selbst, weil die allerersten Impulse, Ideen, Aspekte,
die wir haben, die allerersten, die kommen immer aus unserem Herzen. Und dann, Bruchteil von Sekunden später, setzt der Kopf ein, vor allem unser Stammhirn, das keine Veränderung mag, weil es keine Referenzpunkte hat. Das Stammhirn, das ist nicht gegen uns, das meint es ja auch gut mit uns, das will uns ja in Sicherheit haben und das hat keine Referenzpunkte, wenn wir unsere Box hier verlassen, wenn wir unser kleines Briefmarkenleben, das wir uns erschaffen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, verlassen. Und das sind so die Dinge, die ganz wichtig sind, die du wissen darfst, dass dein Bauchhirn dich niemals aufs Eis führen will, auf die falsche Spur führen will, sondern deine allerersten Ideen. Nimm mal jetzt mal zum Beispiel die Masterclass, die jetzt am Dienstag beginnt. Wie oft hast du schon gedacht, ja, da wäre ich ja eigentlich gerne dabei, hast dann aber vielleicht den Preis gesehen und hast gedacht, oh nee, da bin ich raus. Aber der allererste Impuls, wenn Geld keine Rolle spielen würde, Wahrheit, dann hättest du dich wahrscheinlich auch schon angemeldet. Und das sind so die Dinge, wo dann anschließend der Kopf einsetzt und sagt, nee, das. Nein. Und diejenigen, die dann aber da durchgehen, wie ich das ja auch mal gemacht habe, ich habe mir gesagt, so, ich will jetzt raus aus dieser ganzen Schoße, raus aus dem Mangel, ich will endlich in dem absolut freien Leben ankommen, wo ich mir um Geld keine Gedanken mehr machen muss, wo ich mir tatsächlich tagsüber in erster Linie Gedanken drüber mache, wie kann es noch schöner werden, wie kann es noch genialer werden, was ist sonst noch möglich, wie kann ich noch mehr Menschen erreichen, wie kann ich noch mehr Frauen in mein energetisches Feld einladen, um ihnen zu helfen, wirklich mal wach zu werden, aus dieser Art Dauerhypnose, wie ich es auch manchmal gerne bezeichne, und sich ihr Leben für sich, für die Familie, für ihre Liebsten wirklich so zu kreieren, zu erschaffen, wie sie es wirklich haben möchten. Und da sind wir vom Bauchhirn, kommen wir auch auf die nächste Transformationsstufe, das Herz. Da gibt es wissenschaftliche Zahlen, Daten, Fakten auch. Ich bin kein Zahlen, Daten, Fakten Mensch. Kannst du ja auch googeln, wenn du so mehr dich gerne mit Zahlen, Daten, Fakten auch auseinandersetzt. Unsere Herzintelligenz, die ist so viel größer. Ich weiß diese Dimension jetzt wirklich nicht mehr. Die ist sogar größer als jegliche intelligente Dimension von irgendwelchen Computern. Die weiß genau, wo dein Weg hingeht. Wir haben nur aufgrund vieler Geschehnisse aus der Vergangenheit unser Herz verschlossen, vor allem uns selbst gegenüber, unserem wahren göttlichen Kern, aber auch vielen Dingen im Außen gegenüber, wo wir anderen Menschen nicht mehr trauen, nicht vertrauen, uns selbst natürlich auch nicht trauen. Wo es ganz viel an Selbstvertrauen gehabert hat. Ich bringe dir ein Beispiel, was ich damit meine, mit dem Thema Selbstvertrauen. Wenn wir uns kennen würden persönlich, du wärst hier auch auf Zypern und ich sage, hey, nächsten Sonntag, komm doch mal hier, schön auf der Terrasse, haben wir einen schönen Nachmittagabend zusammen und grillen ein bisschen und haben eine gemütliche Zeit. Und du kommst hierher und ich sage, oh Gottes Willen, ich habe es total vergessen, passt heute überhaupt nicht. Lass nächste Woche uns nochmal verabreden, kommt nächste Woche bitte vorbei, es passt jetzt wirklich überhaupt nicht. Und du sagst, naja, okay, Irmgard ist ja eigentlich eine ganz nette, wird ja schon gern mal einen Abend mit ihr gemeinsam verbringen, dann machen wir das nächste Woche. Okay, so, eine Woche später kommst du nochmal und du fährst hier schon vor und siehst schon, oh, da steht dir überhaupt kein Auto. Du klingelst an der Tür, keiner macht auf, keiner ist da. Was ist dann passiert? Du wirst wahrscheinlich nicht noch ein drittes Mal zu mir kommen, wenn ich dich auch nochmal einlade, weil du denkst, naja, die hat mir jetzt schon zweimal versprochen. Wir haben da einen schönen Nachmittag, schönen Abend auf der Terrasse hier, können abends so in den Pool reinspringen. Das Vertrauen in mich hast du verloren.
Und das sind so die Dinge, die wir in der Vergangenheit auf der unbewussten Ebene ganz viel und ganz oft gemacht haben, wo wir uns selbst nicht mehr vertrauen, weil so viele Geschehnisse im Außen waren, denen wir gefolgt sind, die unserem Selbst aber überhaupt nicht entsprochen haben und dann zu dem Entschluss gekommen sind, ich kann niemandem außen trauen, geschweige denn kann ich mir selbst vertrauen. Deshalb ist es so wichtig, dass du beginnst, wirklich auf die allerersten Impulse aus deinem Herzen zu lauschen. Aus deiner Intuition, Herz und Bauch, Gehirn gehört auf eine gewisse Weise, sind die ganz eng miteinander verbunden und ganz rasch Entscheidungen triffst. Gerne auch so nach dem Motto, du hast eine Idee, du hast einen Impuls. Von 700 zählt auf 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vorher die Frage stellst, ja, nein. Also das ist wichtig, dass du ganz klar für dich eine mentale Ausrichtung hast. Wenn du einen Impuls hast, eine Idee, was du gerne machen möchtest. Und du willst jetzt wissen, Universum, Seele, Higher Self, egal welchen Namen du dieser Instanz gibst, ist das jetzt die richtige, ist das jetzt der richtige Weg? Ja, nein. Du fängst an von 7 runter zu zählen. 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und lauschst dann, was als erstes kommt, ein Ja oder ein Nein. Und diesen Impulsen dann folgst. Wenn ein Ja kommt, weiter in die Richtung gehen. Dann geschieht das, dass das Universum dir alle Möglichkeiten offeriert und dir die Türe und Tore in deinem Leben öffnet, durch die du nur durchgehen schon da sind, die du aber bis eben noch nicht gesehen hast. Und so öffnest du dein Herz auch dir selbst gegenüber dann. Und du merkst schon, wenn ich so oft von diesen verschiedenen Ebenen spreche, ich habe zwar mal erwähnt, dass die Dinge, die aus der Kinderstube, aus dem früheren Leben, wo auch immer sie herrühren, wir mit hierher gebracht haben, aus Erfahrungen, aus der Vergangenheit, von gestern, von vorgestern. Ich bin gerade die Woche nochmal an ein ganz, ganz tiefes Muster rangekommen, ohne dass ich danach gesucht habe, aus meiner Kindheit, da muss ich so, ich schätze mal so 4, 5 war ich da wohl, die sich jetzt in meinem jetzigen Erwachsenen-Dasein ganz, ganz heftig noch bemerkbar gemacht hat. Ich habe das erkannt, habe es gelöst. Also es geht jetzt nicht mehr darum, im jetzigen Zeitalter noch viel Rückblick zu halten und da noch Glaubenssätze aufzuspüren, da noch Blockaden aufzuspüren, sondern sich tatsächlich auf den Weg in das freie, selbstbestimmte Leben zu begeben, wo man hin möchte. Und was auf dem Weg dann an Themen vorbeispaziert, im wahrsten Sinne des Wortes, die dann zu lösen. Es kommt hier Wind auf, ich bemühe mich laut zu sprechen. Ich hoffe, man kann mich auch trotzdem gut verstehen, weil als ich vorhin hier hochgekommen bin, war es total windstille. Deshalb dachte ich, ich nehme dich hier mit an den Pool und lass dich mal in dem schönen Ausblick hier teilhaben. Also, ganz wichtiger Aspekt, wirklich zu wissen, die ersten Impulse, die kommen, das sind immer die Impulse, die aus deinem Herzen kommen. Und wie viel mehr darf es jetzt wirklich darum gehen, dass du dein Herz komplett dir selbst, dem Leben, dem Universum und all den Energien, die für dich vorbereitet sind und all den Themen, die diese tiefe innere Weisheit, die du mit hierher gebracht hast, diesen wirklich dich zu öffnen und diesen Impulsen zu folgen und alles das, was das universelle Feld dir da zur Verfügung steht, wirklich auch als Geschenke anzusehen, auszupacken und diesen auch wirklich zu folgen. Und aufzuhören, ein kleines Spiel zu spielen. Guck mal, mir kommt gerade so der Gedanke mit dem kleinen Spiel spielen. Hier in der Erfolgscommunity, du, wo du mir jetzt zuhörst, oder auch diejenigen, die es später im Replay anschauen, du gehörst definitiv zu den 10% der Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen möchten, die sehr feinfühlig, die sensibel sind, die ganz besondere Erfahrungen auch schon in ihrem Leben gemacht haben und es eben auch machen, die tief in sich spüren, es muss noch mehr in meinem Leben möglich sein,
mal auf den Punkt zu bringen, damit du merkst, was ich damit meine, die sich zufrieden geben mit ihrem 9-to-5-Job, die sich zufrieden damit geben, Wochenende frei zu haben, die sich zufrieden damit geben, ein-, zweimal im Jahr vielleicht einen Urlaub zu fahren oder auch zu Hause sich eine schöne Zeit zu machen, die sich zufrieden damit geben, gefühlte 40 Jahre zu arbeiten, für andere Menschen nach dem Fähnchen von anderen zu tanzen, einmal im Monat Summe X aufs Konto zu bekommen und zu schauen, wie sie über den Monat dann über die Runden kommen, mehr oder weniger, gut oder schlecht, um dann den Gedanken zu haben, naja, wenn ich dann mal in Rente gehe, dann. Also dieses Wenn-Dann-Spielchen, das funktioniert eh nicht, aber im Angestelltenverhältnis, solange wir für andere arbeiten, werden wir nie in dem freien Leben ankommen, wo wir hinkommen wollen. Nicht nur, weil es dann an Geldenergie mangelt, sondern wir müssen ja auch die Zeiteinteilung nach anderen richten. Wir müssen ja so und so viele Stunden für den Arbeitgeber in dem Falle ja auch arbeiten, um Summe X zu bekommen, oder müssen uns am gewissen Ort aufhalten, können ja gar nicht frei auf der Welt unterwegs sein. Und du, bitte, wie viel mehr kannst du das aufnehmen? Du gehörst definitiv zu den 10% der Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen möchten. Und wie viel mehr kannst du jetzt wirklich beginnen, aufzuhören, dir schön zu reden, so wie ich das früher auch oft gemacht habe. Jetzt sei doch mal zufrieden, es geht dir doch eigentlich ganz gut. Du hast eine tolle Stelle im öffentlichen Dienst, du verdienst ganz gut, du hast eine wunderbare Familie mit 2 gesunden Kindern, du hast ein Auto vor der Tür stehen, du hast ein schönes Haus, schöner Garten hinterm Haus, alles wunderbar. Gib dich doch damit mal zufrieden. Aber ich habe in mir gespürt, nein, ich will irgendwie mehr aus meinem Leben machen. Und zu den Menschen gehörst du auch. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel. Dieses metaphorische Beispiel, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, was vielleicht für uns Frauen nicht so die geschickteste Variante ist, aber es bringt es einfach auf den Punkt. Mir fällt ansonsten kein besseres Beispiel ein. Machen wir mal einen kleinen Ausflug zum Fußball. Fußball, ich glaube, die niedrigste Liga, das ist so die Bezirksliga, dann kommt die Kreisliga, dann kommt die Landesliga, dann kommt erste Bundesliga, zweite Bundesliga, also ganz mal so lapidar. Da gibt es Menschen, die sind auf dem Feld, die spielen. Da gibt es Zuschauer, und je höher die Klasse spielt, umso mehr Zuschauer sind auch da. Und diejenigen, die auf dem Feld spielen, das sind die wenigsten. Diejenigen, die auf dem Feld spielen, warum spielen die auf dem Feld? Weil sie einen Trainer haben, der sie trainiert. Diejenigen, die dann von der Bezirksliga in die Regionalliga, in die Landesliga, später auch in die Bundesliga aufsteigen, warum spielen die dort? Weil sie Trainer haben, die sich ganz intensiv mit dieser Spielvariante beschäftigt haben, die sie trainieren, dahin zu kommen. Die nehmen das Training von dem Trainer an, die lassen sich führen, lassen sich leiten und wollen ja auch dahin. Das heißt, sie sind ständig am Trainieren, um zum Beispiel in der Bundesliga dann auch zu spielen. Die Luft nach oben, die wird natürlich, um es mal so auszudrücken, auch immer ein Stück weit dünner, weil wie viele Männer oder auch Frauen spielen in der obersten Fußballliga Fußball. Und die haben sich aber dafür entschieden, weil sie keine Lust hatten, mehr in der Bezirksliga rumzukrebsen. Und dieses Beispiel bringt so gut auf den Punkt. Du darfst dich auch entscheiden, wo willst du künftig sein? Willst du in der Bezirksliga irgendwo rundum am Spielfeld stehen und gucken, wie andere versuchen, ihr Spiel zu spielen? Oder willst du in der Masse in den Rängen hocken und gucken, wie wenige da unten, wenn du runterschaust, auf dem Spielfeld wirklich ein ganz tolles Spiel spielen. Metaphorisch gesprochen für dein Leben. Du darfst dich entscheiden, willst du dich dafür entscheiden, wirklich ein großes Spiel jetzt zu spielen, aufzuhören, klein zu spielen, aufzuhören, deine Gaben, deine Stärken, dein Licht unter den Scheffel von anderen zu stellen, sondern
sondern wirklich beginnen, dein Leben selbst eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen, die Botschaften des Universums, des Lebens, das immer wohlwollend an deiner Seite ist, zu erkennen und dem auch zu folgen, um das Spiel deines Lebens wirklich so zu spielen, dass du irgendwann mal zurückblickst und sagst, yes, was für ein geniales Spiel habe ich in diesem Leben hier gespielt. Jetzt kann ich mich wieder voller Erfüllung und voller Freude auf den Weg, lass mal zurück machen zur Quelle allen Seins, um dann mal zu schauen, was da nochmal im nächsten Leben auf mich wartet oder wie auch immer wir das jetzt bezeichnen möchten. Da können wir jetzt in den philosophischen Bereich natürlich noch ganz viel drüber philosophieren. Wie willst du es haben? Wo willst du künftig spielen? Und da sind wir auch bei der nächsten Stufe der Transformation, deiner Kommunikation. Wie viel mehr kannst du ganz klar mit dir selbst, mit deinem Herzen, mit deiner Seele, deinem Higher Self, mit dem Universum wirklich kommunizieren, die Dinge, wie du sie wirklich gerne haben möchtest. Fernab von allem, was außen ist, fernab von jeglichen Krisen, fernab von jeglichen Gegebenheiten, fernab von jeglichen Menschen, die da draußen dich davon abhalten wollen, dein Samenkorn so hier in die Erde zu pflanzen, dass was ganz Wunderbares draus entsteht. Dein Samenkorn, das du wirklich mit dir hergebracht hast. Weil wirklich ganz offen und ehrlich und radikal ehrlich zu kommunizieren, erstmal mit uns selbst und dann auch mit dem Außen, da haben wir auch ganz viele Schleier über uns gelegt, angenommen, wo wir nicht reden durften, wo wir unsere eigene Wahrheit nicht sagen durften, Schulsystem, Kindergarten, Elternhaus, was auch immer, keine Schelde über dieses System, nur mal zum Bewusstmachen, was da alles über uns gedeckelt wurde. Und wo wir bis eben glauben, meine Wahrheit, meine Weisheit, die kann oder darf ich so nicht. Entscheide darüber, was du kommunizierst, jetzt du als erwachsene Frau, du selbst, niemand anderes. Du hast es nur nie gelernt. Deshalb ist es so wichtig, auch diese, deine Kommunikation, diese tiefe Weisheit, die in dir verborgen ist, wirklich dir zu erlauben, ganz offen und radikal ehrlich erstmal mit dir selbst zu kommunizieren und das, was dann in dir verborgen ist, auch mit den Menschen, den Tieren, den Pflanzen, den Projekten, was auch immer deine Mission ist, die du mit hierher gebracht hast, das in die Welt hinauszubringen, zu kommunizieren. Und dann sind wir auch bei der nächsten Stufe der Transformation. Wir alle, auch du, ich habe es eben schon angedeutet, so viel altes Wissen in dir verborgen. Wissen, was aus dem jetzigen Leben aufgrund deiner Erfahrungen, die du schon gemeistert hast, die du erfahren hast, was du also in dir trägst, aber auch all dieses Wissen, was du mit hierher gebracht hast, aus früheren Inkarnationen, aus früheren Leben, das ist das, was dich jetzt einzigartig macht, was dich besonders macht. Da sind wir auch bei deinen telepathischen Fähigkeiten, die du auch definitiv hast, die hier nur auch gedeckelt wurden aufgrund von äußeren Gegebenheiten. Da spielen natürlich auch äußere Einflüsse mit eine Rolle, wie unsere Ernährung, die wir inzwischen haben, Elektrosmog und. Aber auch da gibt es Dinge, simple und einfache Dinge, wie wir auch unsere telepathischen Fähigkeiten, die so wunderbar in uns angelegt sind, die wir so wunderbar nutzen können, um uns auch unsere Zukunft so zu gestalten, wie wir es wirklich wollen. Ganz, ganz wichtiger Transformationspunkt. Und der siebte Transformationspunkt ist, dieses
Wissen, was im universellen Feld zusätzlich für dich vorbereitet ist, was du anzapfen kannst. Manche nennen es auch Channeling, ist egal welchen Namen man diesem Begriff gibt. Aber dieses universelle Feld, dieses große Energiefeld, von dem wir ja alle ein Teil sind, dieses Wissen, das steht dir zur Verfügung, was du anzapfen kannst, um es mit deinem jetzigen Wissen, was du schon mit dir hergebracht hast, zu kombinieren, um dann wirklich deine Mission, die du mitgebracht hast, in die Welt zu bringen und deine Mission mit V geschrieben. Entwickelt die Krone noch schöner, noch breiter, noch größer als im letzten Jahr. Das ist die Evolution. Sobald ein Baum aufhört zu wachsen, ist er tot. Sobald wir Menschen aufhören, mit der Zellteilung aufhören zu atmen, aufhören, unseren Visionen zu folgen, aufhören, groß zu träumen, und dann letzten Endes ein Stück weit aufhören zu leben. So viele Menschen gibt es da draußen, da gibt es auch Zahlen, Daten, Fakten dazu, die mit 30 aufgehört haben zu leben, sondern nur noch am Funktionieren sind und irgendwann halt auch mal tatsächlich noch im wahrsten Sinne des Wortes beerdigt werden. Aber du gehörst dann zu denen, du willst jetzt leben, du willst dir jetzt dein Leben gestalten. Zusammenfindet. Diese Energien, die da auch zusätzlich uns noch zur Seite stehen und diese Überraschungen, die wir da auch noch erfahren dürfen, dass das alles in der Welt auch vorbereitet hat. Wenn du da 7 € für zahlst, du wirst diese Transformation nicht machen können, als wenn du 7.777 € dafür zahlst. Wenn du meinen Post gesehen hast, was es mit dieser Zahl auf sich hat, hast du es ja auch gespürt, wenn nicht, schau mal, ich habe die Woche einen Post gemacht, ob du auch so diese esoterischen Spielchen liebst, welche Bedeutung Zahlen haben. 7 hat eine besondere Zahl, 2x7, 3x7, 4x7, schau es dir einfach an. Ich bringe dir ein Beispiel dafür, falls dein Kopf jetzt nochmal sagt, ja, muss es denn schon wieder ums Geld gehen, muss das denn jetzt aus deiner jetzigen Sicht so ein großer Betrag sein, von der Bewertung, von der Beurteilung her, kannst du nicht für 77 € das geben oder für 777 €. Nein, ich sag dir auch warum. Wenn du ein Feld besäen möchtest und das ernten möchtest mit ganz vielen wunderbaren Pflanzen, nur mal Tomaten. Wenn du ein paar Tomaten ernten möchtest,
dann reicht es, wenn du 7 Tomatenkörner säst. Da werden 7 Tomatenpflanzen entstehen. Je mehr Samenkörner du aber säst, umso mehr kannst du ernten. Das ist metaphorisch gesprochen genau das, warum diese 7 Euro der Transformation 7.777 Euro ein Invest in dich sind, damit du auch entsprechend das alles auch wirklich empfangen und aufnehmen kannst, was ich dir da weitergebe, damit du wirklich diese Transformation machst, die ich gerne für dich hätte, dass du sie machst, dass du wirklich komplett dich befreist von all diesen Themen, über die wir gerade kurz gesprochen haben. Und das immer wieder bei der Wenn-Dann-Geschichte. Erst wenn ich das Geld habe, dann. Oder jetzt noch nicht, erst wenn dann. Das sind Naturgesetze, die niemand von uns aushebeln kann. Und du kannst nur Tomaten ernten, wenn du auch Tomaten säst. Da kannst du keine Äpfel ernten. Alles geschieht nach Saat und Ernte. Solange wir uns die Geschichte erzählen, erst wenn dann, oder bewertend beurteilen, ich kenne das alles nur zu gut von mir. Nee, bei dem Betrag bin ich raus. Das bin ich jetzt nicht bereit, in mich zu investieren. Ich meine, ist nichts falsch dran. Ich will nur ehrlich zu dir sein, will dir nur mal die Augen öffnen, weil ich ja gerne auch hätte, dass du mal erkennst, was wirklich alles in dir verborgen ist und was viel, viel mehr für dich möglich ist, als du es dir bis eben erlaubst. Auch für mich ist noch viel, viel mehr möglich, als ich mir bis eben erlaube. Deshalb bin ja auch ich immer noch weiter auf dem Weg. Ich stehe jetzt auf einem anderen Punkt, als ich vor 18 Jahren oder 19 Jahren stand, als ich mal gestartet bin. Und ich werde in 10 Jahren an einem anderen Punkt stehen, als ich jetzt hier stehe. Das ist der Grund, warum auch ich immer Menschen an meiner Seite habe, Mentoren, Coaches, die dort sind, wo ich hin möchte. Weil nur die können mir ja auch den Weg dahin zeigen. Wenn ich eines gelernt habe, das Wichtigste, was ich die letzten Jahre wirklich gelernt habe, die beste Investition ist die Investition in mich selbst, weil die werde ich immer 10-fach, 100-fach, 1000-fach zurückholen. Und auch, weil ich ja auch dir immer das Allerbeste mit auf den Weg geben möchte, mit dem Angebot, was ich dir gerade anbiete, jetzt sprechen wir gerade von der Masterclass, das Tor zu deiner Seele öffnen, in dem Stil, wenn ich es dir jetzt anbiete, hätte ich es dir vor 10 Jahren nicht anbieten können, weil ich damals ja andere Dinge auf eine andere Art und Weise auf den Weg hätte nur geben können. Weil bei mir jetzt ja auch ein Entwicklungsprozess da war. Ich hätte mich auch vor 10 Jahren wahrscheinlich überhaupt nicht getraut, hatte ich auch gar kein Programm, das in der Größenordnung ein Invest war für das Gegenüber in dem Fall auch für dich. Und dann muss das Invest erstmal nochmal reinkommen und dann schaue ich mal weiter. Also, die wichtigste Investition, die du tätigen kannst, ist die Investition in dich selbst. Eines der Dinge, was man uns nicht beigebracht hat. Was in unserer Gesellschaft normal ist, dass wir investieren in ein Haus, dass wir investieren in ein Auto, dass wir investieren in keine Ahnung, was auch immer, in Fernsehen, in Computer, in alles Mögliche, das in Raten abzahlen, dass es normal ist, ein Auto zu kaufen, das in Raten abzuzahlen. Wir fahren diese Kiste vom Hof und dann hat sie schon keine Ahnung, wie viel 1000 Euro an Wert verloren, nur weil der Kilometerstand schon steigt. Aber das ist normal. Man hat uns das so beigebracht oder wir sehen, dass das im Umfeld bei der Masse so normal ist. Deshalb glauben wir, ja da kann ich Geld reinstecken. Aber das hat nichts mit Invest zu tun. Ein Investment ist immer etwas, was ich 10, 100, 1000 Euro zurückhole. Und das Wissen, was ich mir angeeignet habe in den letzten 18 Jahren, ich weiß nicht, wie viel ich da schon in mich investiert
wächst und wächst und wird auch immer hochwertiger. Und das ist das, was also würde ich dich gerne mitnehmen, nicht dazu einladen, dich diesen Dingen zu machen. Das wahre Invest, wirst du immer 10, 100, 1000, ist die Investition in dich selbst, in dein Wissen, um alles zu einem wunderbaren Ganzen wirklich zu kreieren. Und das sind wir bei einer der Transformationsstufen. Um diesen Weg zu gehen, darfst du wirklich lernen, auf den allerersten Impuls zu lauschen, der immer aus deinem Herzen kommt, dich zu fragen, okay, da gibt es jetzt ein Angebot, das spricht mich an, ist es jetzt das Richtige, runterzählen, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja, nein, wenn ein Nein kommt, alles gut, wenn ein Ja kommt, okay, ich habe das Ja jetzt bekommen, okay, Universum, wie geht's? Wie kann ich es mir jetzt möglich machen? Und da werden so viele Möglichkeiten auf dich zukommen, dass du auch die nötige Geldenergie von dem Universum bekommst, um es jetzt in dich zu investieren. Ich habe Investitionen getätigt im mehrfach fünfstelligen Bereich auf einmal. Ich hatte das Geld auch nicht auf dem Konto. Hätte ich damals die Entscheidung getroffen, erst wenn dann, ich hätte diesen Masterminds bis heute nicht mitmachen können. Wahrscheinlich, weil ich hätte mich ja auch gar nicht weiterentwickeln können. Das ist ganz, ganz wichtig, das kennst du wahrscheinlich nicht von mir, nur du bist wahrscheinlich noch in anderen Gruppen hier ja auch aktiv. Erfolgreiche Menschen, glückliche Menschen, erfolgreiche Unternehmer, und jetzt hab keine Bange vor diesem riesen Begriff Unternehmer. Sobald du beginnst, etwas zu unternehmen, dich auf den Weg wirklich zu machen, dich für dich zu entscheiden, für dein Herz, für deine Seele, für das, was dich wirklich ausmacht, für dein Leben, unternimmst du ja etwas. Also bist du auch da schon Unternehmerin. Das Wichtigste, was du da tun kannst, weiter in dich zu investieren und schnelle Entscheidungen zu treffen. Nicht noch lange rumzueiern, soll ich nicht, zwischen den Stühlen sitzen. Wie oft habe ich da auch schon Lehrgeld bezahlt, habe so viel Energie vergeudet, tagelang mir drüber Gedanken gemacht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, ach, vielleicht doch erstmal das, vielleicht noch erstmal das. Dann habe ich mich schließlich dazu entschieden, entweder es war kein Platz mehr in dem Programm für mich frei oder es hat viel Platz mehr gekostet. Ich weiß, wie es ist und ich weiß auch, wie sehr das System rebelliert, wenn es um eine Investitionssumme geht, wo wir sagen, okay, ich radikal ehrlich zu mir bin, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wäre ich ja sofort dabei. Oder wenn es weniger kosten würde, wäre ich sofort dabei. Und solange diese Gedanken da sind, ist das das Indiz dafür, dass noch ganz viele Geldthemen in einem verborgen sind, wo wir uns nicht erlauben, Geld zu empfangen, solange wir sagen, das ist viel Geld und das ist wenig Geld, sind immer Bewertungen und Beurteilungen da, die wir mitbekommen haben. Schau mal, Beispiel. Diese Bewertung hattest du als Kind nicht, als du deine Mama gefragt hast, wie schreibt man denn eine 1? Hat deine Mama dir gezeigt, wie man das macht. Wie schreibt man eine 10, hat deine Mama gesagt, dann macht man einfach eine 0 dran, so ein O, so ein Kreis. Ja? Hast du gemacht, ohne Bewertung, ohne Beurteilung. Und wie schreibt man eine 100, dann machst du noch einen zweiten Kreis, so eine 0 dran. Aha. Und wie schreibt man eine Million, dann machst du einfach 7 Kreise hinten dran. Okay, das ist eine Million, ja. Du hattest keine Bewertung, darüber ist das viel oder ist das wenig. Das war einfach eine 1 mit entsprechend 0. Diese Bewertungen und Beurteilungen, die sind später dazugekommen, wo wir gesagt haben, wow, das ist aber teuer, was wir natürlich zuhauf auch gehört haben im Elternhaus, das ist aber teuer, ist wieder alles teurer geworden, Benzin ist teurer geworden, Butter ist teurer geworden, Milch ist teurer geworden und schon sind wir komplett im Mangeldenken drin. Für das Universum gibt es diese Bewertung und Beurteilung nicht. Und auch für das Geld gibt es diese Bewertung und Beurteilung nicht. Das Geld ist im universellen Feld da. Das will auch zu dir fließen. Die Frage ist nur, wie sehr verstehst du dich bis eben noch da? Ich habe früher so lange gestanden, ich hätte ja gern ein bisschen mehr.
kannst du dich der Geldenergie wirklich öffnen und jegliche Bewertungen und Urteilen, was viel ist, was wenig ist, tatsächlich loslassen. Und wie viel mehr kannst du die Fülle tatsächlich sehen? Guck mal, was ich so mitbekommen habe, auch wenn ich keine Nachrichten schaue, das ein oder andere Mal also aus dem deutschsprachigen Umfeld, der oder die einige schon mal von sich gegeben, Mensch, das ist ein Ziel in Deutschland, das kostet jetzt keine Ahnung, manchmal 2 Euro. Ich habe keine Ahnung, aber so um den Dreh. Und dann sagen wir, mein Gott, der Liter Benzin kostet 2 Euro. Ich kann mir das jetzt kaum noch leisten, Auto zu fahren. Jetzt drehen wir mal den Spieß ein bisschen rum. Hol mal bitte dein monatliches Gehalt, was jeden Monat auf dein Konto fließt. Egal welcher Betrag das jetzt ist. Halt dir den Betrag mal vor Augen. Und jetzt rechnen wir hoch. Gucken wir mal, Liter Benzin heißt 2 Euro. Wie viel Liter Benzin könntest du dir dafür kaufen? Es geht jetzt nicht darum, ob du das brauchst. So viel Benzin brauchst du gar nicht, wie du dir kaufen könntest. Richtig oder falsch. Aber bis eben hast du noch die Denke vom Umfeld übernommen. Wow, 2 Euro, ein Liter Benzin, wer kann sich denn das noch leisten? Ich kann mir das auch nicht mehr leisten oder kaum noch leisten. Aber wenn du dein monatliches Einkommen holst, wie viel Liter Benzin könntest du dir dafür kaufen? Es geht nicht darum, dass du so viel brauchst, nur mal zum Bewusstmachen, wie viel Geld du eigentlich zu dir fließen lässt, wie viel Geld du empfängst und wie viel Benzin, Liter Milch, Päckchen, Butter, was auch immer du dafür kaufen kannst. Könntest, bis eben dir aber erzählst, das ist so teuer, ich kann es mir nicht leisten. Und wie wäre es, wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, ohne Bewertung und Beurteilung, weil ich dieses Bild eben dir mit auf den Weg gegeben habe. Wenn du mal dein monatliches Einkommen kaufst und da einfach nur mal eine Null dran setzt, wie wäre es, dich dem Gedanken zu öffnen, wenn das ganz normal dass das jeden Monat zu dir fließt. Mit einer Null mehr. Wahrheit. Würdest du dich da viel mehr mit freudvollen Dingen in deinem Leben tagtäglich beschäftigen können und automatisch auch beschäftigen? Würde sich dein Körper, deine Seele, dein Herz, dein Umfeld, deine Familie, deine Kinder, deine Partnerschaft, was würde das alles verändern, wenn du dir erlauben würdest, den Betrag, den du jetzt im Monat in dein Leben lässt, einfach mal eine Null dran setzt und dir das erlauben würdest? Und das sind auch die 7 Transformationsstufen, die es dazu braucht. Da greift alles ineinander und das ist kein Hexenwerk. Als ich mich nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst verabschiedet hatte, mein allererstes Ziel war, weil ich mir bis dato überhaupt nicht vorstellen konnte, überhaupt mal ein Konto zu haben, auf dem immer Geld drauf ist, konnte ich mir nicht vorstellen. Mein erstes Ziel war, ich werde nie wieder Monate haben, wo ich über den ersten hinweg weniger als 3.000 Euro auf dem Konto habe. Habe ich das von Anfang an jeden Monat erreicht? Nein. Aber dann war der Zeitpunkt da, da war es normal, dass immer wenigstens 3.000 Euro auf dem Konto war. Dann habe ich angefangen, mehrere Konten zu eröffnen. Dann habe ich angefangen, dass auf allen Konten immer eine gewisse Summe da ist. Parallel einhergehend damit habe ich gedacht, okay, einmal im Monat ist ein Weg, dass noch einmal im Monat Geld auf mein Konto fließt und dann muss ich gucken, wie ich 30 Tage lang mit dem Geld über die Runden komme. Fühlt sich nicht prickelnd an. Jetzt spielen wir mal das universelle Spiel, dass wenigstens 2-mal im Monat Geld auf mein Konto fließt. Als ich das dann erreicht hatte, habe ich das Spiel erweitert. Das war wieder beim Fußball. Andere Liga gespielt. Jetzt öffne ich mich mal dem Gedankenuniversum, wie geht's, dass wenigstens jede Woche einmal Geld auf mein Konto fließt. Universum, nächster Schritt, wie geht's, dass jeden Tag Geld auf mein Konto fließt? Und dann hatte ich noch so die interessante Prägung entdeckt, naja, am Wochenende sind ja keine Banktage, kann ja kein Geld aufs Konto fließen. Doch, auch da kann Geld aufs Konto fließen. Ja, auch das kann. Das sind alles Dinge, die das universelle Feld, das Leben für dich bereithält. Nur du darfst dich dafür entscheiden, auch in dieser Liga zu spielen. Du darfst auch das, wenn ich wieder beim Fußball
Spielfeld. Und du darfst auch zu den Menschen gehören, die einfach mehr aus ihrem Leben machen möchten, was du schon in dir spürst. Du darfst es auch in die Tat umsetzen. Das sind die Dinge, die die Masterclass jetzt für dich vorbereitet hat. 7 Wochen, 7 Transformationsebenen, WhatsApp-Support von Montag bis Freitag und was ansonsten noch so an Überraschungen dich erwartet. Ja, du darfst dich dafür entscheiden. Du darfst. Niemand anderes kann es für dich entscheiden, außer du selbst. Wie sehr spürst du es eigentlich in dir, dass du es möchtest und du es dir bis eben nicht erlaubst? Ihr Lieben, die Ilse ist mit dabei. Caroline, der Wind ist so stark, dass man teilweise kaum was versteht. Das tut mir leid, schade. Okay. Ihr Lieben, der Wind hat ein bisschen aufgehört jetzt. Ich glaube, also ab nächsten Sonntag bin ich dann wohl doch wieder im geschlossenen Raum, damit der Wind mir kein Schnäppchen mehr hier spielt. Die Quintessenz, dein wahres Wesen, hat alles aufgenommen. Und ich freue mich auf dich. Entscheide dich dafür. Wir starten am Dienstag. Es gibt Aufzeichnungen. Zu den Aufzeichnungen hast du Zugang. Ich poste dir den Link gerne nochmal rein. Und ja, schick dir wunderschöne, sonnige Grüße.